Das Klettern, Raften und Caven hat mir hier auf meiner Abschlussfahrt wirklich mega viel Spaß gemacht. Und mit Diabetes war es zwar eine größere Herausforderung, die man aber auf jeden Fall meistern kann. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es um meine Erfahrungen mit Bergsportarten wie Klettern, Raften und Caven. All solche Aktivitäten, die man hier in Österreich so machen kann. Ich war hier gerade auf Abschlussfahrt mit einem Teil meiner Stufe. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und wie ich das alles so mit dem Diabetes auch hingekriegt habe, das erzähle ich euch in diesem Video. Und da können wir auch direkt mal am zweiten Tag quasi anfangen. Am ersten Tag haben wir uns nur Salzburg hier angeschaut, aber am zweiten Tag ging es dann richtig aktiv los und wir sind klettern gefahren gegangen. Wir sind geklettert. Aber jetzt nicht direkt an so einem richtigen Berg, sondern an so einem quasi eher künstlichen Fels, der aber auch so 10 Meter ungefähr hoch gewesen ist. War auf jeden Fall ganz cool, alles immer mit Absicherung und so weiter und so fort. Dadurch, dass es aber jetzt nicht in der wirklich direkten Natur gewesen ist, sondern quasi auf dem Hof von dem Anbieter, wo wir das da gebucht haben, hatten wir unsere Taschen immer in griffbereit und deswegen war das auch die niedrigste Herausforderung im Diabetes, wenn man das so sagen kann. Und zwar hatte ich dann eben einfach meine Tasche, an die ich jederzeit hätte rankommen können. Ich hatte auch in der Sporttasche Traubenzucker und ich habe es dann eben so gemacht, dass ich dann beim Frühstück etwas weniger eingegeben habe oder mich verschätzt habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war ich dann so bei 190, 200 in dem Dreh, habe dann die Pumpe abgemacht. Einmal, damit der Blutzucker eben nicht zu tief gehen kann, weil bei Sport mache ich die Pumpe eigentlich immer ab. Und auf der anderen Seite, damit ich eben auch nicht die Pumpe irgendwie beschädige, falls ich dann doch mal unglücklich irgendwie an den Fels komme oder so, dass da eben auf gar keinen Fall was passiert. Alarme habe ich dann ausgestellt, dass die nicht nerven, habe aber trotzdem immer wieder auf mein Körpergefühl gehört und so, war keine Unterzuckerung, hat mir der Verlauf nachher auch gezeigt, lief alles richtig gut, ist noch so auf 220 ungefähr angestiegen und ja, dann nach 2 Stunden Klettern habe ich die Pumpe wieder angeschlossen und dann konnte es auch wieder weitergehen, hat dann leider wieder ein bisschen gedauert, bis man so runter ist, aber das war für mich jetzt nicht so das große Problem. Etwas interessanter und schwieriger wurde es dann am nächsten Tag und ich dachte, das wäre auch die größte Herausforderung, denn da haben wir dann geraftet. Das ist quasi so auf so einem Fluss, in einem Schlauchboot ist man mit, ich glaube, wir waren 8 Leute und paddelt dann da so durch und so. Macht mega viel Spaß, wenn ihr mal hier in Österreich oder so seid, wo man das machen kann, auch in Bayern, bei uns in Deutschland, dann macht es auf jeden Fall, ist mega cool. Und ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, weil da ist man ja dann auf dem Wasser und da ist alles nass und ja, da hat man auch keinen Rucksack irgendwie dabei, man kommt da in so Neoprenanzüge. Und dann habe ich das mal aber so gemacht, dass ich das dem Guide gesagt habe. Und ja, der hatte dann eine kleine Box dabei, eine wasserdichte Box, die man so zumachen konnte. Und da konnte ich dann super Messgerät, Traubenzucker und Pumpe reintun. Also ich hatte alles dabei. Ich habe es auch so gemacht, dass ich die Alarme sogar angelassen habe, dass man das eventuell hören würde, weil die Dose war dann auch bei mir mit in dem Boot. Das heißt, meine Pumpe hat auch die ganze Zeit noch die Alarme bekommen und so weiter. Und ja, da habe ich es dann auch wieder so gemacht, dass ich auf Nummer sicher gegangen bin glaube ich so mit, ja, ich glaube 180 sind wir von dem Hof da gefahren. Da fährt man da erstmal noch mal ein paar Minuten dann zu dem Fluss hin, wo man nachher rein geht. Und ja, dann habe ich es aber so gemacht, dass ich dann vorher eben noch 2 Traubenzucker-Lollis genommen habe, einfach aus Sicherheit. Oder habe ich sogar noch einen dritten genommen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war ich dann am Ende ziemlich hoch im Rennen mit dabei, irgendwie so 250 oder so. Hatte dann auch, glaube ich, 2 bis 3 Stunden kein Insulin, weil Pumpe war dann ja natürlich auch wieder abgekoppelt. Aber in solchen Situationen gehe ich lieber auf wirklich Nummer sicher, damit da eben auf gar keinen Fall irgendwas passiert, weil auch wenn man das den Traubenzucker jetzt dabei hat, ist das halt immer irgendwie schwierig, man hält die Gruppe auf, das ja sollte man eigentlich drüber stehen, aber ist natürlich auch immer so ein bisschen blöd dann, aber vor allem ist es dann auch schwierig bei dem Nassen und dann Traubenzucker und so, das macht alles nicht so viel Spaß für keinen. Und ja, dann ging es an den letzten Tag und zwar Caving. Da hatte ich mir gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, auch was anderes drunter vorgestellt. Und zwar geht man da quasi in so eine Höhle und dann schaut man sich die Höhle eben so an. Und ich dachte, das wäre ziemlich entspannt. Man spaziert da einfach so rein, schaut ein bisschen, macht ein paar Fotos und so weiter. Aber das war wirklich eine teilweise ziemlich enge
Höhle, durch die man sich dann so durchquetschen musste, und es war ziemlich nass und war dementsprechend dann auch relativ anstrengend, und ich habe zwar auch dann nochmal 2 Traubzuckerlollis genommen, bevor ich in die Höhle gegangen bin, allerdings war ich da halt irgendwie bei 110 Feld und ja, deswegen habe ich Traubenzucker genommen. Ich habe es nicht gemacht, dass ich extra den Blutzucker höher angesetzt habe, weil die 2 Tage davor liefen schon nicht so gut. Ich wollte es eigentlich besser machen. Problem ist nur dann, wenn man das eben irgendwie falsch einschätzt. Und ja, dann sowas passiert wie bei mir. Und zwar ist der Blutzucker dann erst wieder hochgegangen. Und dann ist er aber trotzdem wieder abgerutscht. Und dann habe ich nochmal wieder was genommen. Und das war alles eine ziemlich blöde Situation, weil er ist dann erst wieder im Keller. Und ich habe es dann auch schon gespürt. Und dann in dem Moment fällt mir auf, so viel Traubenzucker habe ich irgendwie gar nicht mehr. Also ich bin, glaube ich, habe vorher 2 genommen und bin dann mit 5, 6 Traubenzuckerlollis in die Höhle reinmarschiert. Und ja, in der Höhle ist halt noch schwieriger als jetzt auf dem Boot oder so, weil bis man da erstmal raus ist, da gibt es keinen Notausgang, keine Treppe, keinen Aufzug oder so. Da muss man sich erstmal durchquälen und so. Deswegen war das so wirklich eine ansatzweise brenzliche Situation, deswegen, wenn ihr sowas mal macht oder so, achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr immer wirklich viel zu viel Traubenzucker mitnehmt, dass es auf gar keinen Fall zu wenig irgendwie ist. Ich habe die Aktivität falsch eingeschätzt, habe dann zusätzlich noch zu wenig Traubenzucker dabei gehabt, das war nicht so cool, bin dann erst wieder runter, dann hatte ich wieder einen Anstieg, dann ist nochmal runtergegangen und ja, dann waren wir aber zum Glück draußen, wo ich dann direkt auch noch Zugriff auf meinen weiteren Traubenzucker hatte, und dann sind wir runtergegangen und dann, ja, hatte ich erstmal dann noch vergessen, die Pumpe wieder dran zu stöpseln. Die hatte ich dann nämlich die ganze Zeit auch unterbrochen gehabt. Ich hatte die Pumpe aber auch in der Höhle mit dabei, das heißt, ich konnte immer meinen Blutzucker mit meinem CGM-System überprüfen. Mega praktisch, wenn man jetzt irgendwie auf Blutzucker messen mit Teststreifen wirklich angewiesen ist, wird das Ganze nochmal echt schwieriger. Dann muss man auf jeden Fall irgendwie Tücher mitnehmen oder so, dass man die Hände dann sauber kriegt, weil sonst, ja, ist es nicht so optimal. Und ja, ich habe es dann aber natürlich auch überlebt. Ist nochmal alles gut gegangen, aber so lernt man auf jeden Fall aus seinen Fehlern. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch aus meinen Fehlern lernen könnt. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.